So, herzlich willkommen bei WhoDive TV und heute mit meiner Reaktion auf russische Welt TV 100.000 getötete ukrainische Soldaten von der Leyen schockiert Kiewer Regime. Ja, da wird uns der Alex jetzt ganz bestimmt erzählen, was die Frau von der Leyen doch für ein schrecklicher Mensch ist, nehme ich mal an. Aber ich will nicht spekulieren. Wir schauen uns an, wie Frau von der Leyen das Kiewer Regime schockiert hat. So, was muss ich machen? Ich muss da hinspringen. Oh, da ist es schon. Das Video. Okay, dann brauche ich noch eine Kamera. Okay, Musik aus. Und es geht los. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Russische Welt TV und zu diesem weiteren Video. Ja, manche von euch haben es ja wahrscheinlich bereits gehört. Unsere Freundin Frau von der Leyen hat jetzt seit gestern für viel Wirbel gesorgt, ordentlich Schlagzeilen gemacht, ist dem Kiewer Regime äußerst heimtückisch in den Rücken gefallen. Oh, die Frau von der Leyen ist dem Kiewer Regime heimtückisch in den Rücken gefallen und hat ihm gleichzeitig noch 6 Messer in den Rücken gestoßen. Glaube ich wenigstens. Und zwar hat sie gestern eine kurze Videobotschaft aufgenommen und diese dann anschließend auf Twitter veröffentlicht. Und in dieser Botschaft war die Rede von über 100.000 getöteten ukrainischen Soldaten. Dies hat natürlich ein großes Geschrei ausgelöst, vor allem natürlich bei den Vertretern des Kiewer Regimes, dessen Vertreter sich dann auch sofort unmittelbar zu Wort gemeldet haben. Allerdings hat der entsprechende Vertreter, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, tut ehrlich gesagt auch nicht viel zur Sache, sein Name jedenfalls, hat der jetzt weniger die Zahlen an sich kritisiert, dass er zum Beispiel gesagt hat, ja, dass das Frau von der Leyen veröffentlicht hat, die Zahlen stimmen nicht, also es sind jetzt keine 100.000 gefallene ukrainische Soldaten, wie Frau von der Leyen gesagt hat, sondern es sind beispielsweise nur 20.000 oder 30.000 und so weiter, ja. Sondern kritisiert wurde von den Vertretern des Kiewer Regimes die Veröffentlichung selbst. Ja, also dass Frau von der Leyen überhaupt über die Opferzahlen gesprochen hat. Es hieß dann... Und mit Recht, Alex. Mit Recht. Wenn irgendeiner was über die Ukraine sagen kann und sagen soll, dann ist das die Ukraine und nicht unsere Superpolitiker in Brüssel. Und Frau von der Leyen ist das beste Beispiel für Hauptsache, ich kann schnell irgendwas auf Twitter posten. Das gibt wieder irgendwelche Punkte. Ich weiß nicht, ob die Politiker, egal ob in der EU oder in Deutschland, irgendwie so eine Twitter-Challenge haben. Wer am meisten twittert oder so. Keine Ahnung. Seitens des Kiewer Regimes von wegen, dass nur Zelensky Zahlen veröffentlichen kann oder darf. Und er wird es dann auch tun, wenn er es für richtig hält. Also momentan veröffentlicht das Kiewer Regime bekanntlich keine Zahlen zu den eigenen Opfern, sondern wie gesagt, sagte eben der Vertreter des Kiewer Regimes, dass Zelensky das dann tun wird, wenn er es für richtig halten wird. Also wenn der richtige Zeitpunkt ist, weil das ist ein sensibles Thema und so weiter. Ja? Jo, ganz normal. Macht Russland auch nicht anders. Russland veröffentlicht auch keine Zahlen. Und wenn die Zahlen veröffentlichen, dann, ja, machen die eigentlich noch Plus. Also, ich weiß nicht, was daran so ungewöhnlich sein soll. Jede Kriegspartei versucht,
die eigenen Verluste immer klein zu reden. Ist ganz normal. Macht jede Kriegspartei für das eigene Volk, um die zu beruhigen, aber auch die anderen Länder, um damit zu demonstrieren, dass sie auf der Gewinnerseite sind. Machen alle Kriegsparteien. Ist nichts Ungewöhnliches. Und kurz darauf wurde dann der Tweet von der guten Frau von der Leyen wieder gelöscht, also das entsprechende Video dazu. Daraufhin wurde es dann aber wieder hochgeladen, wo allerdings eben der Teil, also der Ausschnitt mit den Opferzahlen, ja, mit den 100.000 gefallenen ukrainischen Soldaten rausgeschnitten war. Ja, also das Video wurde wieder hochgeladen, ohne, wie gesagt, diesen interessanten Teil. Jo, da hatte Frau von der Leyen und ihr Team ja alles richtig gemacht. Haben sie nämlich eingesehen, dass sie das nicht zu tun haben. Alles richtig gemacht. So, weiter geht's. In der westlichen Propaganda und auch seitens des Kiewer Regimes wird ja schon beinahe täglich von irgendwelchen angeblichen russischen Verlusten gesprochen. Ja, wobei die Berichte der westlichen Propaganda sich meistens auch auf irgendwelche, meistens an den Haaren herbeigezogenen... auf irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Zahlen, willst du wahrscheinlich sagen, orientieren. Aber wenn keiner weiß, wirklich keiner weiß, wie viele Soldaten auf welcher Seite gestorben sind, wieso sollen dann die Zahlen von der Frau von der Leyen richtig sein? Die Frage musst du allerdings noch beantworten, Alex. In den Raum geworfene Zahlen von Vertretern des Kiewer Regimes bezieht, ja. Aber wie gesagt, die Rede ist meistens eben fast täglich von irgendwelchen angeblichen russischen Verlusten, während man von irgendwelchen ukrainischen Verlusten kaum was hört. Ja, sodass jetzt für einen, jemand, der jetzt nicht in der Materie ist, einfach nur ab und zu mal ein bisschen Nachrichten guckt und so weiter, da entsteht sozusagen der Eindruck, dass nur Russland Verluste hat, aber die Ukraine nicht. Und da. Ja. Genau dieser Eindruck könnte entstehen, weil genau das liegt im Interesse der Ukraine. Und so wie du immer Propaganda für die Spaltung der Demokratie machst, macht die Ukraine Propaganda für ihr Land. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, Alex. Aber natürlich die Veröffentlichung des Videos von Frau von der Leyen natürlich so etwas wie eine kalte Dusche. Zumal ja auch die Zahlen, die Frau von der Leyen genannt hat, alle mutmaßlichen russischen Verluste schon deutlich übersteigt. Ja, selbst wenn wir die Zahlen nehmen des Kiewer Regimes. Ja, oh ja, die übersteigen die russischen Verluste bei weitem. Ich glaube, wenn wir 100.000 zu 90.000 nehmen, ist der Unterschied 10%. Das ist natürlich bei weitem. Die ja auch meistens an den Haaren herbeigezogen sind, muss man sagen, zu den russischen Verlusten. Also selbst wenn wir die Zahlen des Kiewer Regimes nehmen, sind das ja, ich habe jetzt nicht die Statistik jetzt der letzten Tage gesehen. Nee, ich habe jetzt nicht die Statistik der letzten Tage gesehen. Ich würde auch nie irgendwelche Zahlen nennen. Dann wäre ich ja genauso wie die Frau von der Leyen. Auch Alex. Mann, so platt kann keiner schwurbeln. So platt kann nur der gute Propagandist Alex schwurbeln. Also die Zahlen der letzten Tage gesehen, aber soweit ich weiß, sind das sogar weniger als 100.000. Ja, also die russischen Opferzahlen laut dem Kiewer Regime. Ja, und natürlich, was
entsprechende andere Vertreter des Westens melden, da sind das auf jeden Fall auch noch weniger. Also da, wie gesagt, übersteigt die von Frau von der Leyen genannte Zahl bezüglich der ukrainischen Todesopfer ziemlich deutlich die genannten Zahlen über die russischen Verluste. Und auch wenn dieser Tweet später gelöscht war, beziehungsweise dieser Abschnitt nachher aus dem Video entfernt worden ist, ja, und es dann auch hieß, irgendwie, ja, das war ja nicht so gemeint und so weiter, ja. Trotzdem ist das ein großer Schaden für die Kiewer Regimepropaganda, ohne Zweifel. Also gewisse Narben und gewisse Spuren hat es auf jeden Fall hinterlassen. Ja, und was für Spuren. Und das nur, weil die Frau von der Leyen diese Zahlen veröffentlicht hat. Ja, Alex, das ist schon richtig. Die europäischen Politiker und auch die deutschen Politiker, die sollten sich vorher überlegen, was sie twittern. Und dann erst twittern. Aber das haben die nicht mehr drauf. Das ist leider so. Jetzt bleibt natürlich die Frage im Raum stehen, ob das Ganze jetzt Absicht war seitens der guten Frau von der Leyen, also dass sie beispielsweise auf diese Weise irgendwie unterschwellig damit für weitere Waffenlieferungen werben wollte, möglicherweise, oder ob es jetzt irgendwie ein Signal sein sollte an das Kiewer Regime, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, oder ob das irgendwie ein erstes Anzeichen dafür ist, dass die EU das Kiewer Regime fallen lassen wird oder ähnliches. Ja, wir wissen es nicht, das sind alles jetzt nur. Genau, wir wissen's nicht, was damit bezweckt wurde, aber wir schwurbeln mal so vor uns hin. Es kann ja alles sein. Es kann auch sein, dass die einfach eine Null zu viel eingetippt hat und gar nicht 100.000, sondern nur 10.000 tippen wollte oder sagen wollte. Aber sein kann alles. So ist das. Schwurbeln wir mal ein bisschen vor uns hin. Meine Mutmaßungen und Spekulationen und natürlich, ja, was da genau hintersteckt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Oder vielleicht war das Ganze auch nur ein Fehler bzw. ein Versehen. Ja, kann natürlich sein. Ja, man kann natürlich hier nichts ausschließen. Wobei meine. Alex, Mann, willst du jetzt wieder versuchen, halbwegs die Kurve zu kriegen oder was? Wenn die Frau von der Leyen so ein Video macht, dann gibt es da kein Versehen. Das macht die, weil sie das machen möchte. Und das hat die Frau von der Leyen schon immer gemacht. Auch wie sie noch in der Regierung in Deutschland gesessen hat. Wenn sich irgendjemand mal ein bisschen mit der politischen Geschichte von der Frau von der Leyen beschäftigt hat, der weiß, dass die Frau von der Leyen viel reden kann und wenig tun kann. So ist das einfach. Eine subjektive Meinung dazu ist, dass auf einem so hohen Niveau passieren in der Regel Fehler oder Versehen meistens nicht einfach so. Also wenn das jetzt beispielsweise bei einem Bürgermeister irgendeiner Kleinstadt passiert wäre, okay, das kann natürlich durchaus sein. Ja, aber Frau von der Leyen ist ja, soweit ich weiß, EU-Kommissionspräsidentin, also faktisch das Oberhaupt der Europäischen Union. Und ob man sie jetzt mag oder nicht, ja, ich denke mal, die meisten von euch haben dazu eine ganz klare Meinung, aber ob man sie jetzt mag oder nicht, ist sie dennoch eine der führenden Figuren in der westlichen politischen Hierarchie. Ja, das ist sie. Und wir wissen bis heute noch nicht in Deutschland, wie sie da hingekommen ist. Muss man ja auch sagen, und das auf dieser Ebene bei so wichtigen und sensiblen Themen irgendwelche Fehler oder Versehen passieren, ja, dass da irgendwelche Zahlen vertauscht werden oder ähnliches, finde ich doch eher unwahrscheinlich, ja. Jo, Alex, da hast du recht. Es ist auch mehr als unwahrscheinlich. Das ist kein Versehen gewesen. Das ist einfach von der Leyen.
Also klar, wenn es jetzt beispielsweise eine Live-Pressekonferenz wäre, ja, da kann das natürlich passieren, dass man sich aus Versehen irgendwie verplappert, irgendwelche Zahlen durcheinander bringt und ähnliches. Ja, wie gesagt, wenn das live ist, so haben wir bei beiden öfters gesehen oder bei Baerbock oder wie gesagt, das kann jedem passieren. Ja, kein Mensch ist perfekt, auch auf einem solch hohen Niveau oder auf einer so hohen Position in der Machthierarchie. Ja. Aber hier hat es sich ja um ein wirklich kurzes Video gehandelt, was im Voraus aufgenommen worden ist. Höchstwahrscheinlich hat sie da auch irgendwie eine Art Skript gehabt, an dem sie sich orientiert oder was sie oder woraus sie einfach vorgelesen hat. Ja. Ja, die macht das genauso wie du, Alex. Die kriegt von irgendjemandem gesagt, was sie zu machen hat. Von ihren Beratern oder weiß der liebe Gott von wem. Die ist genauso wie du. Und der passieren genauso Fehler wie dir. Ganz klar. Ja, dann, und dann nach der Aufnahme wurde das Video ja auch noch hochgeladen, ja, vielleicht noch irgendwie bearbeitet oder ähnliches. Ja, plus sie hat noch irgendwelche Berater, plus Assistenten, irgendwelche Leute, die wahrscheinlich für sie das Video hochgeladen haben, etc. Ja, und da ist natürlich das einfach so durch Zufall ein Versehen passiert, doch sehr unwahrscheinlich. Da war er wieder. Der Anführungsstriche Finger. Wie ich finde jedenfalls. Ja, also was es am Ende ist, wissen wir nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Mich würde dazu aber mal eure Meinung sehr interessieren. Also was meint ihr? War das ein Versehen oder war das Absicht von Frau von der Leyen? Und wenn das Absicht war, was sollte eurer Meinung nach damit bezweckt werden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es würde mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Und nicht vergessen natürlich, den Kanal auch zu abonnieren. Ja, der Alex würde gerne wissen, was wir darüber denken. War es Absicht? War es ein Versehen? 8 Minuten hat der Alex jetzt über 100.000 gefallene ukrainische Soldaten philosophiert, beziehungsweise über die Aussage von Frau von der Leyen, dass 100.000 ukrainische Soldaten gefallen sind. Und du wolltest die Meinung von deinen Zuschauern hören? Hier ist meine Alex. Das war einfach nur wieder Dummheit, voreiliges, schnelles Twittern, so wie das unsere Politiker in letzter Zeit ganz besonders gut können. So ist das aus meiner Sicht. Ja. Okay, also haben wir uns wieder 8 Minuten unserer Lebenszeit für nix ausgegeben. So ist das beim Alex. Gut. Ich springe mal wieder zurück an meinen. Ich mache mal diesmal keinen Fehler. An mein Moderationspult. Ja, liebe Leute, ihr habt mal wieder gesehen, wenn es nichts aus Russland zu berichten gibt, dann muss man wieder irgendwelche anderen Leute schlecht machen. Ja, ist eben so, wenn man der Chef der russischen Propagandisten in Deutschland ist. Okay, wir haben wieder nichts Neues erfahren. Es tut mir leid für euch. Und was soll ich sagen? Wie immer, bleibt kritisch, bleibt wachsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.